So, heute will ich mich mal der Goldrute widmen. Von der Goldrute gibt es verschiedene. Also da gibt es die echte Goldrute, die sich auch Solidago Virgaurea nennt. Oder die kanadische Goldrute, Solidago Canadensis. Also es gibt wohl auch noch die große Goldrute, oder ich weiß nicht, wie sie jetzt genau heißt. Solidago Gigantes. Ich musste nur kurz auf meinen Spickzettel gucken, deswegen hat sich die Kameraeinstellung ein wenig verschoben. Mein bisheriger Informationsstand: handelt es sich bei diesen mit gelbem Strahl, also die hier, die ich jetzt hier habe, um die Solidago Canadensis, also die kanadische Goldrute, die eigentlich nicht einheimisch war, die erst, die eben aus Kanada quasi eingebürgert wurde. Ich habe nicht so viel Material, also ich bin jetzt hier in einem Garten bei mir in der Nähe, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, und habe da die, also laut dem Schild, die echte Goldrute entdeckt. Und wenn ich mir die ganzen Bestimmungsbücher, die ich mir jetzt dazu angeguckt habe, ich gehe da auch gleich noch mal näher drauf ein, auf die Bestimmung, die zeigen mir eigentlich ja diese Pflanze schon so an. Also ich gehe jetzt davon aus, ich habe die noch nie also draußen in der Natur so gesehen und muss jetzt einfach davon ausgehen, dass das die echte Goldrute ist. Also zumindest habe ich die Gärtnerin gefragt und die hat mir das so bestätigt. Wenn es ein bisschen laut im Hintergrund wird, ist es, weil das eine öffentliche Einrichtung ist und Menschen jetzt von ihrer Arbeit nach Hause gehen. Ich hoffe, das stört jetzt nicht so doll. Unsere Vorfahren hier, die kannten wohl eher die echte Goldrute, die ich in meinem Gebiet eben nur, wenn ich Glück habe, so angebaut wie hier finde. Ich habe die noch nie anders gesehen. Bei den Germanen galt sie als eins der besten Wundheilkräuter. Vor kriegerischen Auseinandersetzungen wurde vorsorglich Goldrute als Wundkraut gesammelt. Der Name von damals ist wohl nicht bekannt, also wie sie damals die Pflanze genannt haben. Aber sie war wohl eine der so wichtigen Pflanzen, dass sie die ganzen Überlieferungen bis heute mitgenommen hat. Also die Kräuterkundigen von später, die haben sich an die Verwendung auf jeden Fall noch erinnert und wussten auch um dieses Heilkraut. Und scheint ja wohl ein sehr wichtiges Kraut gewesen zu sein. Bis heute gilt die Goldrute in der Volksheilkunde als Wundkraut. Es gibt auch im Ländlichen tatsächlich noch Leute, die Umschläge oder Auflagen und so weiter aus der Pflanze herstellen, eben zum Wundheilen. Es ist auch manchmal als Heftkraut bekannt. Oder für viele ein Begriff. Und erst im 16. Jahrhundert bekam es, wie andere Wundkräuter, den Sammelbegriff dafür, Solidago, was aus dem Lateinischen kommt, solidare, und für zusammenfügen steht. Aber sie bekam auch den Namen Virgaurea. Das, hier steht Solidago Virgaurea, aber eigentlich Virgaurea. Und weil sie eine goldgelbe lange Blütenrispe hat. Aber eigentlich erinnert mich eher die hier an diese Rispe, weil das ist mehr traubenähnlich. Das sind eigentlich mehr Traubenblütenstände und das Rispen. Aber ich habe es halt eben auch von einem Buch übernommen, weil ich eben anhand von wenig Material, also ich habe dann nicht in so vielen Büchern was über die Goldrute gefunden. Und dann gibt es eben
also eben erst ab dem 16. Jahrhundert hat man sie dann, oder noch später erst, also eigentlich sehr viel später, Entschuldigung, ich habe mich da jetzt ein bisschen vertan, weil ich schauen muss, dass ich die Blüten im Bild habe und nebenher meinen Spickzettel. Erst sehr viel später wurde es eins der wichtigsten Nierenheilpflanzen und das ist bis heute so geblieben. Aber da schreiben wieder manche unterschiedlich zu den Wirkungen. Es gibt welche, die sagen, nur die echte Goldrute ist auch für die Nieren ein wirksames Heilkraut. Und dann gibt es wieder andere Autoren, die schreiben, dass es für beide gilt oder für alle Goldrutenarten. Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich selbst keine Erfahrung damit gemacht habe. Und jetzt komme ich zur Beschreibung von der echten Goldrute. Ich lege mal den anderen Zettel mal ein bisschen zur Seite, den hole ich mir später dazu. Genau, also die echte Goldrute, das kann man jetzt nicht sehen, die hat eine knotige Wurzel, heißt es. Und da eben auch viele Seidenwurzeln. Der Stängel wird etwa 20 bis 30 cm heiß, aber in anderen Büchern habe ich wieder gelesen, kann bis zu einem Meter werden und das kommt hier schon eher hin. Dann ist er unten braun, purpur oder violett, der Stängel. Er kann behaart sein, meistens ist er kahl. Hier kann ich eine leichte Behaarung erkennen. Und er ist sehr fest, also es ist ein sehr fester Stängel. Ich kann da, weil das so ein Mäuerchen ist, ich kann nicht wirklich hinlangen. Die Blätter sind wechselständig. Das kann man hier ganz gut sehen, also nicht gegenüberliegend, sondern immer eine Etage weiter steht jeweils ein Blatt. Das haben wir bei der kanadischen Goldrute auch. Wechselständige Blätter. Da ist der Stängel unten nur leicht so bräunlich gefärbt, so kenne ich sie. Und hier kann man diese leichten Spitzen an den sehr dünn lanzettlich spitz zu laufenden Blättern sehen. Das ist bei der echten Goldrute, werden die deutlich kleiner oben, haben auch diese leichte Zahnung. Aber wenn ich die anfühle, die fühlen sich viel fester an und rauer, irgendwie behaart, würde ich fast sagen. Schaue ich noch mal drauf, damit ich ja nichts vergesse. An beiden Pflanzen sehe ich, also sowohl hier an der kanadischen, dass die Blätter am Stängel sitzen und hier auch an der echten. Ich mache das jetzt einmal ein bisschen im Vergleich. Und schau mal, was ich noch vergessen habe. Dann gehe ich mal zu den Pflanzen, weil das ist das, was ich, egal ob es in Schmeilfitschen ist oder in welchem Bestimmungsbuch auch immer, was ich da wirklich gefunden habe, ein eindeutiges Merkmal ist tatsächlich, also die Blätter alleine machen es wohl nicht, sondern eben wirklich die Rispen bzw. die Blütentrauben. Und wenn man sich jetzt da zum Beispiel die Blüten ansieht von der kanadischen, dann sieht man, dass die äußeren Blätter, das sind Zungenblüten und Innenröhrenblüten, die sind ungefähr gleich lang auf einem Körbchen sitzend. Also ich habe da auch, also diese Blüte habe ich jetzt von einer Freundin aus dem Garten mitgenommen, weil ich hier in der Nähe, da müsste ich erst hinlaufen und das wollte ich euch ersparen, dass ich da den Weg, weil ich kann ja die Kamera nicht ausschalten, ihr wisst schon, deswegen habe ich die jetzt einfach einmal
zum Vergleich hier mitgenommen. Also wie gesagt, diese Blüten, die sitzen auf einem Körbchen drauf und die Zungenblüten sind ungefähr gleich groß wie die Röhrenblüten. Anders wie bei der echten Goldrute. Ich schaue mal, ob ich eine Blüte finde, wo man das gut sehen kann. Ich habe aber gerade zur echten Goldrute habe ich auch viele Fotos gemacht. Die kann ich auch wieder aus technischen Gründen. Ich habe das ja oft schon erwähnt. Jetzt wird es laut oben. Moment, ich warte mal kurz. Okay, also ich habe Fotos gemacht von den Blüten und damit man die sich noch näher und deutlicher ansehen kann, mache ich eben Alben auf meinem Facebook-Account und da könnt ihr gerne hingucken. Manchmal gelingt mir das mit dem Foto wirklich schärfer zu fotografieren, als wie ich das im Film einfangen kann. Aber man kann schon sehen, die sind deutlich größer, die Blüten, und die Zungenblüten, also außen diese länglichen. Gut, dann warten wir die Kirchenglocke auch noch ab. Gut. Gleich. Jetzt. Okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Jetzt geht hier alles ab, gerade Esel, Ziege, was weiß ich. Also die Zungenblüten außen sind deutlich länger als innen die Röhrenblüten. Und allgemein sind die Blüten größer wie bei der kanadischen. Außerdem sind es keine Rispen. Hier sieht man die Blütenköpfe direkt eben am Blütenstängel sitzend, und zwar einwendig, sagt man dazu. Eben in eine Richtung gucken, hier kann man das gut sehen. In eine Richtung guckend. Und hier bei der echten Goldrute, da sitzen die an einem kleinen Stängel, sitzen dann die Körbchen mit den Blüten, und zwar mehrwendig, wie eine Traube. Wenn sie verblüht sind, bilden sie dann, ich habe diesen Fachbegriff wieder nicht parat, also diese kleinen Pusteln, sage ich jetzt mal, diese Puscheln. So, das, was auch noch ist, die echte Goldrute bildet keine Ausläufer, und die kanadische Goldrute, die man meistens, also ich sehe die hier in freier Wildbahn, überall, und da bilden die richtig große Gruppen, weil die Ausläufer bilden und die eben nicht. Jetzt habe ich ja wirklich so gut wie ich konnte recherchiert, die Informationen zusammengetragen, und ich bin jetzt froh, dass ich euch die beiden zusammen präsentieren konnte. Wenn ihr noch was wisst dazu, dann gerne dürft ihr mir das mitteilen. Ich freue mich über einen Austausch. Wenn er konstruktiv ist, wenn er respektvoll ist. Und ja, ich kann nur eben das wiedergeben, in dem Fall, weil ich wirklich keine eigenen Erfahrungen habe. Ich muss mich jetzt auf das verlassen, was mir die Gärtnerin hier gesagt hat oder vorgestellt hat. Sie konnte mir auch nicht mehr dazu sagen. Nur, dass sie diese Pflanze als echte Goldrute gekauft hat und eingepflanzt. Also, eigentlich muss man dazu nicht mehr viel sagen. Ihr habt die beiden jetzt miteinander im Vergleich im Bild. Und damit verabschiede ich mich. Es sind fast 15 Minuten. Ich wünsche euch ganz was Schönes. Bis bald.